Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Dass ihr wieder eingeschaltet habt zum ersten Haul 2024, zum Januar-Haul. Und ja, wie immer zeige ich euch, was ich im Januar gekauft habe. Und ich muss sagen, es ist mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Vor allem an Ohren. Also irgendwie die letzten Monate, was neue Ohren anging, war ich ja relativ gut. Aber in diesem Monat ist es ein bisschen eskaliert, muss ich sagen. Also ich glaube, es sind fast... Ja, nicht ganz, aber fast vielleicht so 5 bis 10 Paar Ohren, die neu in der Kollektion sind. Naja, das ist halt so passiert, ne? Das alles zeige ich euch in diesem Haul. Ja, wir haben natürlich Disneyland Paris dabei. Ich war zweimal im Disneyland Paris im Januar. Wir haben Shop Disney auch mal wieder dabei. Wir haben was aus den asiatischen Parks, weil ich wieder bei Bello Shop bestellt habe. Wir haben was aus Alani dabei, da meine beste Freundin auf Hawaii war. Und wir haben auch was aus Amerika. Also wir sind international dieses Mal unterwegs, aus allen möglichen Kreisen und sehr wenig aus Deutschland, würde ich sagen. Ja, das zeige ich euch alles in diesem Haul. Und ich habe mich passend der neuen Show angezogen. Also es ist jetzt nicht der Jersey zur Show, es ist ja der Ink and Paint Jersey, den es ja vor Jahren gab. Ich hatte den mal in irgendeinem, in dem Reel mit Brina hatte ich den an. Da habe ich so viele Fragen bekommen, woher ich diesen Spirit Jersey habe. Den gab es mal vor 3, 4 Jahren bei Shop Disney. Und damals war noch die Zeit bei Shop Disney, wo, wenn ein Spirit Jersey online kam, war es gefühlt nach einer Minute wieder ausverkauft. Und ja... Das war die Zeit, aber die Ohren habe ich aus Amerika und damals, wie gesagt, gab es noch nicht das ganze Merchandise hier. Aber ich muss sagen, er wäre perfekt auch für die neue Show Million Splashes of Colors. Mit diesen Farbflexen und so und ja, also vielleicht bekommen wir ja sowas Ähnliches auch jetzt in Paris mit der neuen Show. Das sehen wir dann. Ich bin ja nächstes Wochenende vor Ort und nehme euch mit, zeige euch die neue Show direkt am Samstag und freue mich sehr, bin sehr gespannt, wie die neue Show ist. Und es gibt ja jetzt schon ganz viel Deko zu sehen im Park. Das zeige ich euch auch immer auf Instagram. Also die Deko habe ich jetzt nicht selbst gezeigt, aber andere zeigen es und ich reposte es dann. Und ich muss sagen, es sieht sehr vielversprechend aus bisher, was ich so auf Bildern gesehen habe. Ich freue mich, wenn es komplett fertig ist und nochmal die Sonne scheint und sieht sehr frühlingshaft aus. Und ja, ich bin sehr gespannt, dann es nächste Woche in real zu sehen. Und ich weiß, dass auch viele von euch dort sein werden. Ich habe schon so viele Nachrichten bekommen, wie lange ich da sein werde und dass man sich vielleicht sieht und so. Also ja, wenn ihr mich seht nächstes Wochenende, sprecht mich an, rempelt mich an, sagt Hallo. Ich freue mich immer, wenn ihr Hallo sagt und ja, traut euch einfach. Ich bin ein ganz normaler Mensch, beiße nicht und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dann einige von euch auch nächstes Wochenende dort zu sehen. Ja, ich bin von Freitagnachmittag da. Ich werde wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr im Park sein bis Sonntagnachmittag. Genau, dann fahre ich wieder abends mit dem TGV zurück. Ja, ich fahre diesmal wieder mit dem Zug. Ja, jetzt haben wir lange gequatscht. Was ich auch noch sagen wollte, vielen, vielen Dank an die 10.000 Abonnenten jetzt auch nochmal hier in dem Video. Wir haben die 10.000 geknackt. Oh, es ist so eine krasse Zahl, wenn man sich das mal vorstellt. 10.000 Abonnenten. Und ja, ich danke euch wirklich herzlich jetzt kurz hier in diesem Video. Es wird aber jetzt in den nächsten Tagen noch ein komplettes Video kommen, wo ich euch Danke sagen möchte und natürlich auch noch eine kleine Überraschung für euch habe. Also, die nächsten Tage kommt das auf jeden Fall online. Schaut da auch mal vorbei. Und ja, da machen wir noch so eine kleine Zeitreise und wie das Ganze angefangen hat. Ja, aber erstmal an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. So, mit was starten wir denn jetzt? Ich würde sagen einfach mit Aulani. Ja, mit Aulani. Meine beste Freundin war, also die Daria, die kennt ihr ja, war auf Hawaii. Und ich habe sie netterweise gefragt, ob sie nach Aulani fahren möchte, weil sie hat natürlich dann nicht übernachtet. Aber sie ist extra für mich nach Aulani gefahren, um nach dem Merchandise zu schauen und hat mir dann die Bilder geschickt. Und ich habe mir hier und da das ein oder andere ausgesucht, was Aulani exclusive ist. Ja, einmal hier dieses T-Shirt, was ich so süß finde mit den drei
Charakteren hier. Da steht Ohana Man Loa oder so. Family is forever, heißt es anscheinend. Dann haben wir, oh Gott, jetzt kommen wir mit den Namen. Das ist Gelatoni, glaube ich. Und bei den anderen bin ich schon wieder raus. Auf jeden Fall bin ich ja demnächst in Hongkong. Wie ihr wisst, wird durch meine Ankündigung, es sind heute in 3 Wochen fliegen wir los. Genau, heute in 3 Wochen, das ist auch so krass, ne? Heute in 3 Wochen fliegen wir los, aber erst nach Bangkok. Und dann gehen wir ja auf 2 Wochen auf Kreuzfahrt und halten auch mal in Hongkong und in Shanghai. Und deswegen werde ich das T-Shirt wahrscheinlich auch mitnehmen, mit den passenden Ohren, die ich dazu habe. Werde auf jeden Fall ein Outfit-Change machen, soweit ich das schon mal im Kopf habe für Hongkong, weil wir haben natürlich Frozen, wo ich auf jeden Fall hin möchte und auch ein Frozen-Outfit gerne hätte, wo wir auch gleich noch was zukommen, wo ich was dazu gekauft habe. Und dann halt das hier. Und ich sehe das gerade hier, dieser Hidden Mickey. Seht ihr das? Ja. Ich habe das T-Shirt in, was habe ich denn hier für eine Größe? In L und hat $45 gekostet. Genau. Und hier unten ist hier so ein kleiner Knoten. Also ja, das finde ich schon mal super süß, muss ich sagen. Mit den 3 Charakteren, wo ich den Namen nicht alle weiß. Kommt noch. Dann hat sie mir die Ohren mitgebracht. Die haben $40 gekostet. Und das sind so Schwimmreifenohren. Die kann man hinten auch aufpusten. Also sehen so aus. Fand ich ganz geckig, weil ja, sowas hatten wir hier noch nicht gesehen. Und ja, steht da irgendwo Aulani in der Mitte? Nee, also wir haben nur hier in einem Zettel steht Aulani drauf und halt Mickey's living her life mit am Strand mit einer Muschel und so. Ganz wichtig, auch Sonnencreme, ne? Wissen wir ja. ja, auch mega süße Ohren. Dann, ja, wie gesagt, der Haul geht um Ohren. Dann hat sie mir dieses Paar Ohren mitgebracht. $45 haben die gekostet und die Dame wohl an der Kasse meinte, dass die gerade erst reingekommen sind, weil die super begehrt sind und ganz schnell ausverkauft waren beim ersten Mal. Sehen so aus, Mickey Mini mit der Blume in der Mitte, mit der Schleife und hinten steht auch Aulani Disney drauf. Also da hat sogar Daria gesagt, die haben ihr sogar selbst gefallen. Die anderen fand sie jetzt nicht so geil, aber ist ja alles Geschmackssache, ne? Ja, aber die sind auch mega schön. Ja, und das war's nicht an Ohren. die habe ich mir auch noch ausgesucht mit den 3, das sind andere 3 Charaktere als auf dem T-Shirt, aber 2 davon. Also hier haben wir die Schildkröte und auf meinem T-Shirt ist Gelatoni drauf, die Katze. Aber ich habe auch schon einen ähnlichen Haarreif mit, glaube ich, 1 oder 2 Charakteren mehr in rosa. Und ich dachte, jetzt habe ich nochmal mit 3 für $40. Genau, sieht so aus, aber passt farblich echt gut zum T-Shirt. Obwohl der andere Charakter jetzt da drauf ist. Aber hier steht auch Aulani drauf. Ja, also mega süß. Und dann habe ich mir noch ein Ornament ausgesucht für $28. Das ist eine Postkarte. Da steht Aulani drauf. Ich war jetzt zwar noch nicht auf Aulani, aber da steht Aloha Kalikimaka mit den mit so einem Christmas-Charakteren drauf und ne, da haben wir jetzt einfach nur die Gang drauf. Schaut mal, Daisy hier. Richtig, richtig schick. Und hinten sieht es halt aus wie eine Postkarte. Ja. Fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Wie gesagt, ich war jetzt zwar noch nicht auf Aulani. Das steht auf jeden Fall irgendwann auf meiner Bucketlist. Aber ja, dachte ich, finde ich auch ganz süß für den Baum. Jetzt ist, glaube ich, nicht so werfen. Und dann hat sie mir noch einen Button mitgebracht. Den gibt es da an der Rezeption, wenn man nett fragt. Hat sie auch bekommen, auch als Nicht-Gast. Und da steht Aloha, Welcome, Aulani, a Disney Resort and Spa. Ja, hat sie mir auch noch mitgebracht. Das war's. Ah ne, da ist noch eine Handcreme, aber die hat nichts mit Aulani zu tun von ihr. Ja, sie hat mir noch Süßigkeiten mitgebracht und so, aber das habe ich euch auf Instagram schon gezeigt, als ich die Tasche bekommen habe. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Also das war ja schon mal ein guter Start ins Jahr. Machen wir weiter mit Disneyland Paris kommt zum Schluss. Machen wir weiter mit Asien. So, wisst ihr, ich habe in den letzten Hauls schon immer mal wieder was vom Bello Shop Hongkong gezeigt. Und ich bekomme auch immer öfter die Frage, wie läuft das mit dem Versand und Zoll und so weiter. Also das ist super netter Kontakt. Auch wenn die Sachen ausverkauft sind, bekommt man das Geld wieder zurück.
Er schreibt, also ist sehr kommunikativ, falls was länger dauert oder so. Und ich kann schon mal sagen, im nächsten Haul seht ihr wahrscheinlich wieder was von Belusha, weil wir wieder was bestellt haben. Aber aus Tokio diesmal, weil nach Tokio komme ich nicht. Und was ich mir bestellt habe, ist einmal Vorbereitung auf World of Frozen, habe ich mir einmal den Spirit Jersey gekauft. Und er ist sehr ähnlich zu dem, es gab ja schon mal einen Arendelle Spirit Jersey im Disneyland Paris. Und von der Farbe her und von der Machart muss ich sagen, ist er genau dasselbe. Er glitzert und ist halt in diesem Türkis. Hier vorne habt ihr diese schöne Blume drauf. Und hinten steht halt World of Frozen drauf. Und den möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe den jetzt in M bestellt, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass vielleicht die asiatischen Spirit Jerseys kleiner ausfallen. Weil wir wissen ja, Asien sind die Menschen ja immer ein bisschen dünner und so weiter. Aber tatsächlich nicht. Die fallen genauso groß, also genauso aus wie auch unsere Spirit Jerseys. Dementsprechend ist er ein bisschen groß, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Und ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat. Musste ich gleich mal bei Belushop, weil es ist natürlich ein Personal Shopper. Ne? Er nimmt natürlich nicht genau den gleichen Preis, wie er jetzt im Shop kostet. Natürlich möchte er damit auch was verdienen. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Aber ich dachte, ich hole mir den jetzt schon vorher. Vielleicht ist er, wenn ich da bin, ausverkauft und dann bekomme ich ihn nicht. Und dann dachte ich, komm, bestellst ihn jetzt. Ich hatte zwar noch so Leuchtohren von World of Frozen mitbestellt. Die waren aber dann ausverkauft. Und ja, vielleicht bekomme ich die dann, wenn ich da bin. Die gab es jetzt auch mal wieder online bei Belushop. Aber ich dachte, okay, jetzt komm, jetzt kannst du die paar Wochen jetzt noch warten und dann kannst du sie vielleicht vor Ort kaufen. Was ich aber mir noch mitbestellt habe, sind die Ohren. Ja, ich habe auch jetzt diesen Monat irgendwie so Ohren, die keine Ohren sind, sondern mit komischen Figuren auf dem Kopf. Hatte ich jetzt auch schon im Disneyland Hotel an. Und da steht auch World of Frozen an der Seite. Und ja, richtig süß. Und viele haben gefragt, ob ich die selbst gemacht habe. Ja, man könnte sie theoretisch auch selbst häkeln, diese Ohren. Wenn man Häkelkünste hat, die ich aber nicht besitze. Nach den Preisen gucke ich gleich. Dann habe ich mir noch den Olaf als Schulterpuppe gekauft. Gab es dort auch. Und hier steht auch Hongkong Disneyland drauf auf dem Magneten und hinten auch World of Frozen. Ja, der war auch schon mit im Disneyland Hotel, weil ich, wir waren ja bei den Pop-Up Surprises und da war ja Anna und Elsa und dann habe ich dieses Outfit getragen mit meinem Elsa-Rock. Und ich denke, dass ich das Outfit auch mit nach Hongkong nehmen werde und dann mal ein Outfit-Switch mache oder halt ohne den Elsa-Rock, damit ich nicht noch einen Rock mitnehmen muss. Aber mal sehen. Wünscht ihr euch eigentlich ein Pack-Video für den Urlaub? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und das Letzte, wo ich so viele Nachrichten bekommen habe von euch, als ich die Mütze getragen habe im Januar im Disneyland. Ich hatte die rosane Mütze an und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und ich hatte mir damals dann schon die beige dazu noch bestellt, weil ich finde, die rosane hat mir so gut gestanden. Und die ist so schön, diese Mütze, habe ich mir sie nochmal in beige bestellt. Genau, die hat jetzt 3400 japanische Yen gekostet, was auch immer das umgerechnet ist. Aber ich gucke gleich bei Belushop, was ich für die Sachen bezahlt habe. Und ich ziehe sie gerne mal an. Wie gesagt, die sind super süß. Ja. Ich trage die sehr, sehr gerne, auch vor allem die rosane und so. Ja, ich denke, die hier werde ich am Freitag dann im Disneyland tragen. Die sind so schön weich. Naja, jetzt gucken wir mal, was ich denn für die Sachen bezahlt habe. Also, Olaf als Schulterpuppe hat 21 Dollar gekostet. Der Haarreif mit den Männchen drauf 34 Dollar. Moment, müssen wir noch zurückgehen. Das waren wohl zwei verschiedene Bestellungen. Genau, dann... Nee, hä? Das habe ich. Wow. Oder es kann sein, dass ich den Jersey... Ah, den Jersey hatte ich dazu geordert. In der Nachricht. Genau. Ja, ja, stimmt. Ich hatte gesagt, weil die Ohren nicht da waren, diese Light-Up-Ohren, da habe ich gesagt, okay, nochmal von dem Spirit-Jersey und dann nochmal zweimal den Hut, weil meine Mama wollte den Hut auch nochmal in rosa haben. Und genau, das hatte ich dann dazu gepackt. Ging alles über Nachricht, deswegen weiß ich jetzt den genauen Preis nicht mehr. Aber ich glaube, die Hüte waren so um die 55 Dollar, 50 Dollar, 55 Dollar. Und der Jersey, glaube ich, so um die 80 oder 90 Dollar. Also, ja, so um den Dreh. Aber wie gesagt, super netter Kontakt. Bisher hat immer alles funktioniert. Mit dem Zoll muss man Glück haben, ob man Zoll bezahlen muss oder nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder was bestellt. Für Valentinstag so eine Herzmütze.
Ja. Ich hoffe, die kommt dann an und dann zeige ich euch im nächsten Monat. So, machen wir weiter mit meinem Geburtstag. Ich zeige euch jetzt nur die zwei Disney-Sachen, die ich bekommen habe. Die anderen Sachen könnt ihr euch gerne im Geburtstagsvlog anschauen. Da waren wir ja mit Brina, war ja hier mit Sinan und Daria. Und da am Ende des Vlogs zeige ich, was ich geschenkt bekommen habe. Hier jetzt zeige ich euch nur die Disney-Sachen. Und zwar einmal von meinem Arbeitskollegen habe ich diese Alice im Wunderland-Tasche bekommen. Im Grinsekatze-Design. Und er meinte, sie erinnert ihn an mich, als er die Tasche gesehen hat. Hat er wohl in Griechenland gekauft. Genau. Hinten steht Alice im Wunderland drauf. Und das passt perfekt, weil dieses Jahr fängt ja die neue Alice im Wunderland-Show in den Walt Disney Studios an. Ist noch ein bisschen so, redet irgendwie noch keiner drüber, aber fängt dieses Jahr tatsächlich im Frühsommer, glaube ich, an. Und was ich so gehört habe, gerüchtemäßig, soll es echt eine richtig krasse Show werden. Also ich bin sehr gespannt. Und ja, einmal die Tasche, die kann ich dann dafür schon mal ausführen. Ich habe zwar nichts von Alice im Wunderland sonst, weil ich nicht der mega größte Alice im Wunderland-Fan bin, aber ich finde schon was. Und dann hat mir Cheryl und Mutti noch die Ohrringe, zusätzlich zu dem anderen Geschenk von Bubble Bar, ich kann es nicht aussprechen, Bubble Bar geschenkt. Mit diesem super schönen Mickey und Minnie als Schnorchel-Design. Passt auch gut zu den schwimmrigen Ohren dann, wenn ich so ein Beach-Outfit oder so habe. Ja, also richtig schön. Mein erstes Paar wollte ich schon immer welche von Bubble Bar haben. Aber die werden ja zum Glück hier in Deutschland wahrscheinlich nicht verkauft. Oder in der Schweiz, ja egal. Weil sonst würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld für diese Ohrringe ausgeben. In Amerika gibt es sie ja auch bei TK Maxx. Ich weiß, in Amerika heißt es TJ Maxx. Und natürlich auch im Park. Aber günstig sind die leider nicht. Ja, vielen Dank an der Stelle an beide. Ja, und wie gesagt, die ganzen Nicht-Disney-Sachen zeige ich euch, habe ich euch schon im Geburtstagsvideo gezeigt. Dann kommen wir zu Amerika. Kurz nach Silvester, glaube ich, war das. Gab es einen richtig krassen Sale bei Stitch oder generell bei Loungefly. Und ihr wisst, dass ich die Röcke liebe und schon einige Röcke von denen habe. Und ich bekomme auch mal die Frage, wie ich die order. Also direkt bei loungefly.com kann man sie leider nur in Amerika verschicken. Und die Cheryl hat einen lieben Kontakt in Amerika, wo ich es dann hinschicken konnte. Und der Kontakt hat es dann also zu ihr nach Luxemburg geschickt. Und ich habe es dann jetzt am Wochenende abgeholt, als wir dort ins Disneyland Hotel gefahren sind. Und es waren wirklich krasse Schnapper. Ja, ich hatte echt Glück bei den Sachen. Habe für alles zusammen, glaube ich, nur knapp 100 Dollar bezahlt. Und das sind zwei komplette Outfits. Einmal ein Star Wars Outfit. Das T-Shirt hier. Einmal das Star Wars T-Shirt. Und wie immer haben wir jetzt jeweils immer einen Pin dabei. Und ja, die T-Shirts bestelle ich immer in XL, weil die immer recht eng sind. Also die können ein bisschen enger ausfallen. Also das hier zum Beispiel, das andere T-Shirt, was ich noch gekauft habe, ist da ein bisschen lockerer. Also es ist immer so ein bisschen Hit or Miss. Und die Röcke bestelle ich eigentlich immer in L. Und der Rock jetzt von Star Wars ist tatsächlich ein bisschen anders als jetzt die Röcke, die sonst so sind. Jetzt ist das hier irgendwie eingehakt. Der Weihnachtsrock, den ich ja dieses Jahr auch gekauft habe, jetzt muss ich das hier irgendwie rausziehen, jetzt. Der Weihnachtsrock ist ja auch so ähnlich, der hat ja auch Tüll über dem Rock und der hier hat, das ist zwar kein Tüll, aber ist so ein anderer Stoff. Ja, das ist der Star Wars Rock und wie gesagt, das war alles super im Sale, da dachte ich, komm, irgendwann brauchst du vielleicht mal ein Star Wars Outfit, nimmst du das mal mit, weil der Rock war 35 Dollar und das T-Shirt dazu war, glaube ich, 17 Dollar. Und das andere Outfit, da bin ich auch richtig verliebt, da war das T-Shirt, sage ich schon mal, 20 Dollar und der Rock 37,50 Dollar. Ja, und zwar ist es das Steamboat Willie Outfit. Und das werde ich auch auf jeden Fall nächstes Wochenende anziehen, aber mit meinem Steamboat Willie Spirit Jersey, was ein bisschen kalt ist für T-Shirt. Aber das ist das T-Shirt, was ich so süß finde. Und hinten dieses Matrosenlätzchen, heißt das so? Hinten dieses Ding. Ja, und da ist es tatsächlich ein bisschen lockerer in XL, aber ist nicht so schlimm. Und hier haben wir der Pin und hier vorne dieses süße Detail auf der Schleife. Richtig toll. Und ja, der Rock, der Wahnsinn. Jetzt muss ich gucken, dass das Handy nicht runterfällt. Ja, schaut euch diesen schönen Rock an. Dazu habe ich ja auch schon Ohren
Und ja, wie gesagt, ein Steamboat Willie Spirit Jersey. Und ja, es war ein super Schnapper. Bin sehr happy über die Sachen. Und wie gesagt, das werde ich auch auf jeden Fall nächstes Wochenende auch anziehen. Ja, und dann gab es noch eine Tasse, und zwar eine neue Starbucks-Tasse aus der Been There-Kollektion. Und die gab es jetzt auch bei Shop Disney, ist aber mittlerweile wieder ausverkauft. Aber ich hatte Angst, also ich hatte keine Angst, ich hatte, man kann ja nie wissen, was nach zu Shop Disney kommt. Und da es die Sachen eigentlich noch nicht bei Shop Disney bei uns gab, habe ich sie vorsichtshalber in Orlando mir mitbringen lassen. Auch von dem Kontakt, weil der Kontakt wohnt in Orlando. Und ja, das ist die Arendelle-Tasse. Die Starbucks Arendelle-Tasse. Wie gesagt, die gab es auch bei Shop Disney bei uns für, glaube ich, einen Tag. Dann war sie auch wieder ausverkauft, weil die Tassen natürlich sehr begehrt sind. Ja. Sieht so aus, richtig schön. Ich weiß gar nicht, was sie gekostet hat. Ich glaube, so 20, 25 Dollar. Und es gibt ja auch eine neue Been There Series in Orlando. Die hätte ich auch gern, die ganzen allen vier Tassen. Aber als die rauskam, war wohl wieder alles ausverkauft. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht. Und in Kalifornien gibt es auch eine neue Kollektion für beide Parks. Und ich habe ja noch keinen von Kalifornien. Und eine liebe Followerin hat sie mir mitgebracht. Und die zeige ich euch dann im Februar-Haul. Ja, also die Been There-Kollektion wird auch größer. Vielleicht muss ich auch mal einen Moni, zeig mal deine Tassen machen. Obwohl ich jetzt nicht der größte Tassensammler bin, aber bei denen bin ich dabei. Und ich hoffe vielleicht, dass auch in Hongkong oder in Shanghai oder sowas auch so eine Tasse zu finden ist. Ja, das war die Amerika-Bestellung. Und dann machen wir jetzt weiter mit Shop Disney und dann kommen wir schon zu Disneyland Paris. Ja, in diesem Haul seht ihr nicht nur ganz viele neue Ohren, sondern auch ganz viele neue Figuren, die ich jetzt für meine Wohnung habe. Ja, dem Sale auch geschuldet im Disneyland, muss man sagen. Aber machen wir jetzt mal mit den Ohren weiter. Vier Paar neue Ohren aus Shop Disney. ja, und zwar einmal die Cinderella-Ohren. Die haben ja auch zu meinem Outfit im Disneyland-Hotel gepasst. Ich hatte ja so einen blauen Rock und da haben die Ohren super zugepasst. Mega schön, muss ich sagen. Hier mit der Kutsche und der Uhr in der Mitte. Die waren, glaube ich, 30 oder 35 Euro. Dann habe ich mir die Frozen-Ohren bestellt von Shop Disney. Und zwar hier die. Sehen auch mega schön aus mit dem Schleier hier hinten. Mit diesem Fetzen. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich die auch zum Passen zum Spirit Jersey mit nach Hongkong. Finde ich auch sehr schön. Die funkeln auch so schön. Die waren auch so 30, 35 Euro. Dann die neuen Mini-Ohren aus der neuen Mini-Kollektion, weil ich die auch mega schön fand. So schön frühlingshaft und so. Mit dem Blümchen. Finde ich auch sehr schön. Und dann habe ich mir die noch bestellt. Die fand ich auch schön mit dem Schwarz, mit dem Schloss in der Mitte und den Charakteren auf der Schleife. Sind ein bisschen schlichter und ja, sind auch übrigens von Loungefly. Die waren, glaube ich, ein bisschen teurer. Ich glaube, so 40 Euro Loungefly und sind immer ein bisschen teurer. Aber die funkeln so schön, seht ihr das? Ja, das waren nochmal vier Paar Ohren. Es waren aber noch nicht alle Ohren. Und dann gab es zwei Figuren bei Shop Disney. Ich weiß gar nicht, wie die Kollektion heißt. Madly Mischievous oder so. Designed by Louis Whiteman for Disney. Also es ist anscheinend irgendwas. Also es ist von, wie heißt jetzt die Season im Epcot? Arts Festival of the Arts Festival. Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall hätte es aber auch die Kollektion, also das hier vor allem, was ich jetzt zeige, was ich gekauft habe, könnte auch zu Million Splashes of Colors passen, muss ich sagen. Und zwar habe ich mir einmal die Herkules-Figur bei Shop Disney bestellt. Ich muss gucken, was sie gekostet hat. Es ist eine dekorative Büste und muss sagen, finde ich echt schön. Hier Ink and Paint haben ihr Unwesen getrieben. Und ihr seht sie auch hinten so drauf. Und ja, finde ich sehr schön. Es gibt viel zu wenig Herkules-Merch und ich mag Herkules ganz gern, den Film. Und ich fand es ganz cool. Passt auch sehr gut zu meiner Deko und ich weiß auch schon, wo ich ihn hinstellen werde. Ja, finde ich echt schön. Und als zweite Figur aus der Kollektion, ich hoffe, dass auch noch Dale kommt, ist Chip als Gartenzwerg. Ich packe ihn gern mal aus. Der kommt bei mir dann in die Küche und wie gesagt, das ist von Louis Whiteman. Ist ein Art Manager for Disney.
Ja, hier ist hier hinten so eine Geschichte drauf. Und wie gesagt, Chip war online bei Shop Disney bei uns, aber Dale leider noch nicht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch kommt, aber da ist er, der kleine süße Gartenzwerg. Und ja, auch so süß. Hinten mit der kleinen Nuss. Ja, passt auch zu Inke, zu Million Splashes of Colors, weil unten sind auch ein bisschen Farbe verstreut. Also könnte man auch bei uns verkaufen und sagen, es gehört zur Million Splashes of Colors Season. Ja, aber so süß, wenn ich in sein Gesicht schaue. Ja, das war alles von Shop Disney. Ich muss gucken, was sie gekostet haben. Gib mir eine Sekunde. Ich sehe gerade, es gibt noch Stitch, aber bei Stitch bin ich raus. Genau, Chip hat 55 Euro gekostet und Hercules 75 Euro. Gibt es auch noch beides. Ihr findet den Link dann unten in der Infobox. So, kommen wir zum letzten Paar zu Disneyland Paris. So, kommen wir zu den letzten zwei neuen Paar Ohren. Wie gesagt, meine Ohrenschublade wird ein bisschen enger. Und zwar habe ich mir einmal die Bell-Ohren gekauft, weil für La Table de Lumière habe ich ein Schön und das Biest-Outfit und ich hatte noch keine Bell-Ohren. Sind jetzt nicht meine mega Favoriten-Ohren, aber jetzt habe ich endlich mal Bell-Ohren. Haben 35 Euro ohne Jahreskartenrabatt im Park gekostet. Die habe ich mir bei meinem ersten Trip im Januar gekauft, als ich da war für die neue Thronshow. Und als zweites Paar aus der neuen Stitch-Kollektion sind die paar Ohren. 25 Euro kosten die und ja, dachte, komm für die Kollektion, holst du sie auch. Bin jetzt auch nicht der größte Stitch-Fan, aber ja, irgendwann vielleicht kann man sie ja mal gebrauchen. Sind schon süß. Also es kann man, es ist hier vorne mit dem Schloss und Disneyland Paris und so. Und ja, ich mag auch die von vom 30. Geburtstag mit Chip and Dale und so, weil die auch so schön soft und weich sind. Und ja, die haben ohne Jahreskartenrabatt 25 Euro gekostet. Und dann, als ich noch da war, habe ich jetzt nicht so viel gekauft, weil ich mit dem Flugzeug auch zurückgeflogen bin und mit Handgepäck. Einmal hier diese Tasche, auch aus der Disneyland Paris Kollektion, weil ich so Taschen eigentlich sehr praktisch finde in der Handtasche. Die kann man dann so klein machen und dann immer dabei haben. Ich glaube, die war 5 Euro. Ja, das ist kein Preisschild mehr da, weil ich direkt benutzt habe. Kommt auch direkt dann wieder zurück in meine Handtasche. Und was ich mir auch noch gekauft habe, ist diesen Messbecher. Für 10 Euro mit den Mickey-Details. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Passt ein Liter Wasser oder ein Liter irgendwas Liquid rein. Genau, das war jetzt das vom ersten Trip im Januar. Und ja, jetzt war ich ja zur Öffnung vom Disneyland Hotel dort. Und ja, so ein paar Sachen aus dem Disneyland Hotel. Aber machen wir erstmal mit den Sale-Sachen weiter. Und zwar habe ich mir zwei neue Figuren aus dem Sale gekauft. Und die erste Figur, ha, das ist so schön. Und Originalpreis von dieser Figur war 400 Euro. Gab es auch noch Mini, aber Mini fand ich jetzt nicht so schön. Ich habe jetzt einfach nur Mickey mitgenommen. Wie gesagt, 400 Euro. Sie war 70% reduziert und dann nochmal 20% von meinem Jahreskartenrabatt. Noch kann ich ihn nutzen. Ich muss nächste Woche noch meine Jahreskarte verlängern. Wird wahrscheinlich auch der letzte Trip sein mit der Jahreskarte. da gibt es nur noch 15%. Und für die Figur habe ich dann am Ende nur noch, ich glaube, unter 100 Euro bezahlt. Also irgendwas mit 90, 95, 99. Und das ist echt schon krass, weil die 400 Euro gekostet hat. Und die ist so schön. Ich habe Angst, die runterfallen zu lassen. Schaut euch die Details an und sie glitzert. Oh. Also ich muss mir überlegen, wie ich die in Szene setze, dass ich irgendwie eine Beleuchtung oder so bekommt. Weil dieses Funkeln ist der Wahnsinn. So, ich versuche an, es vorsichtig zu drehen. Das wäre jetzt wirklich der größte Fail. Ja. So schön. So schön. Ja, also wie gesagt, die habe ich, das war ungeplant, aber bei dem Rabatt musste es einfach sein. Und dann auch noch aus dem Sale aus der Eras-Kollektion, weil ich habe ja schon ein paar Sachen aus der Eras-Kollektion, die Lampe und auch die Buchstützen. Und das war auch 70% reduziert. Das hat original mal 70 Euro gekostet und jetzt am Ende, glaube ich, nur noch so 17 Euro oder so. Also auch richtig krass. Hier, das sind die Straßenschilder aus Anaheim. Und hier habt ihr einmal Dopey Drive mit Dopey, dann habt ihr hier Mickey Avenue.
draufstehen und dann halt verschiedene Straßennamen, die man dann halt so drehen kann. Ink and Paint steht hier auch, ne, passend zu meinem Spirit-Jersey. Und ja, wie gesagt, ich habe schon einiges aus der Eras-Kollektion bei dem Preis. Also 70 Euro hätte ich dafür nie bezahlt, auch nicht mit Jahreskartenrabatt oder so. Und jetzt mit 70% war das einfach ein guter Deal. Und zwar auch, es gab noch so viele andere Figuren, die auch 70% reduziert waren. Auch die Figur mit dem Fernseher, mit Pluto, da hatte ich auch mit mir gehadert. Die war am Ende auch nur noch 38 Euro mit 70% und Jahreskarten. Aber ich dachte, okay, so viele Figuren kannst du jetzt auch nicht mitnehmen. Mutti hat sich die Figur ja gekauft. Denn es gab noch eine andere Figur für mich aus dem Disneyland Hotel. Mit der habe ich ja schon länger geliebäugelt. War jetzt nicht im Sale, aber die finde ich so schön. Passt auch hinten zu meinem Walt-Bild. Und zwar ist es die hier. Die hat 89 Euro ohne Jahreskartenrabatt gekostet. Aber darauf gab es auch Jahreskartenrabatt. Und es ist die Mickey malt Walt-Figur. Hier kann man, Mickey spiegelt sich hier auch im Spiegel und so. Und ich muss sagen, mit der habe ich, wie gesagt, schon lange geliebäugelt. Und jetzt war ich im Auto halt da und dachte, komm, jetzt nimmst du sie mit. Weil wenn du im Zug fährst oder so, oder im Flugzeug, ist es halt schwieriger, sowas mitzunehmen. Und ja, ich sehe gerade hier sogar Donald und Pluto als Skizze und so. Also ja, mega schön, muss ich sagen. Bin auch sehr happy über die Figur und die kleinen Details, die hier überall zu sehen sind. Man muss sich das immer alles genauer anschauen. Und ja, die ist auch noch mitgekommen, weil als wir da waren, wollte ich ja eigentlich diese Uhr haben. Die Disneyland Hotel Uhr. War aber ausverkauft. Und Drama über Drama, ich habe sie ja am Ende erstmal nicht bekommen. Und dann dachte ich, komm, als Ersatz holst du die hier mit. Aber eine liebe Followerin, die Franzi, hat die Uhr jetzt für mich bekommen und macht sich auch bald auf den Weg. Das heißt, sie werdet ihr auch im Februar-Haul sehen. Diese wunderschöne Disneyland Hotel Uhr. Ich weiß, die Geister streiten sich im Internet über die Schönheit der Uhr, aber ich liebe sie und freue mich, dass Franzi sie für mich bekommen hat. Ja, noch eine Figur mehr in meiner Sammlung. Also irgendwie Ohren- und Figurentechnisch war dieser Haul sehr erfolgreich. Und wie gesagt, die eine Figur hätte ich auch noch gern mitgenommen mit dem Fernseher, aber so viel Platz ist leider auch nicht. Aber ja. Und dann noch aus dem Sale habe ich mir das Handtuch mitgenommen aus der Disney 100 Kollektion. Das habe ich jetzt schon aufgemacht, weil ihr wisst ja, ich war krank. Mich hat es erwischt im Disneyland. Und ich hatte nachts Schüttelfrost und mir war kalt und so. Und dann habe ich mir nochmal das Handtuch mit ins Bett gelegt von Disney 100. Das hat, glaube ich, also war auch 70% reduziert. Mit Jahreskartenrabatt habe ich nur noch 7 oder 8 Euro bezahlt oder 9 Euro. Also auch richtig guter Deal. Und es ist auch so schön von Disney 100 in diesem Lila mit den ganzen Charakteren und so. Ich bin ja richtiger Fan von Disney 100 Design. Und ja, das gab es dann auch nochmal. Hier unten steht auch Disneyland Paris noch drauf. Ja, wie gesagt, habe ich schon in Benutzung gehabt, weil mir so kalt war. Und ich kann euch schon mal sagen, eins von den Handtüchern könnt ihr auch in meinem 10.000 Abonnenten Gewinnspiel gewinnen. So, das war das aus dem Sale. Und jetzt kommen die Sachen erstmal aus dem Disneyland Hotel. Da muss ich jetzt meinen Wäschekorb mal zur Hilfe nehmen. Aber bevor Disneyland Hotel, wir waren ja auch noch bei den Pop-Up-Surprises. Und da gab es etwas gratis. Und zwar wurde Werbung für Disney Cruise Line gemacht. Und ich vermisse Disney Cruise Line. Ich glaube, dieses Jahr wird das auch nichts mehr. Aber irgendwann dieses oder nächstes Jahr muss ich wieder auf Disney Cruise, weil ich vermisse es so sehr. Naja, es gab auf jeden Fall diesen Jutebeutel für jedes Mal, wo man da rein ist. Und ich war zweimal da, deswegen habe ich auch für Brina einen mitgenommen. Dann gab es einmal einen Pin, den gab es dazu. Und eine Broschüre für Disney Cruise Line, natürlich auf Französisch, weil das natürlich die Werbung für die Franzosen sein soll. Und dann ja, stehen da so verschiedene Sachen drin, was man so erleben kann auf einer Disney Cruise. Und ja, Disney Cruise kann ich jedem ans Herz legen. So, Disneyland Hotel. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen gekauft. Und ihr wolltet unbedingt sehen, und was es gratis gab. Ich habe es schon mal als Reel gezeigt auf Instagram und auf TikTok. Aber erkläre ich natürlich gerne noch, was es explizit kostenlos, was man mitnehmen durfte, ohne dass man kriminell wurde. Aber erstmal, was ich gekauft habe, und zwar einmal den Pin, den neuen Disneyland Hotel Pin, den ich auch sehr, sehr schön finde, muss ich sagen. Also sehr, sehr schön mit der Uhr auch wieder und so.
Und ich sehe auch hier Details, die Aladdin-Lampe ist da drauf und Rapunzel-Sonne und oben die Rose von Schön und das Biest. Also, es ist, hab ich mir, und die Schuhe von Cinderella. Also, wie viele Details hier auf diesem kleinen Pin drauf sind, ist echt krass. Mega schön. 13 Euro, glaube ich, war. Es ist yellow. Bei den Pins weiß man die Preise ja nie. Dann habe ich mir das T-Shirt mitgenommen, was ich auch sehr dezent finde. Ihr habt in der Mitte nur einmal Disneyland Hotel stehen, aber auch in der sehr dezenten Schrift. Dann habt ihr hier einmal auch wieder die Uhr mit Mickey, aber alles so nicht so krass in your face. Und ihr habt ja auch hier die Details. Ich sehe hier die Aladdin-Lampe und auch die Schuhe wieder von Cinderella. Also wie auf dem Pin auch die kleinen Details, die auf die Prinzessinnen hinweisen. Mega schön. Gab auch einen Pullover, den habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Das T-Shirt hat 36 Euro gekostet und da auf die Sachen gab es keinen Jahreskartenrabatt. Also auf die, wie beim Avengers Campus zum Start oder eben auch immer noch, gab es darauf keinen Jahreskartenrabatt. Ja, das habe ich mir, glaube ich, in M mitgenommen. Und dann habe ich mir dieses Posterbuch mitgenommen für 30 Euro. Und ja, da habt ihr dann die verschiedenen Disneyland Hotel Bilder, die ihr auch in den Zimmern findet. Und die könnt ihr dann euch auch zu Hause jetzt aufhängen. Wie gesagt, die Bilder hängen dann auch in den Zimmern. Wir haben hier einmal Schneewittchen. Es sind immer zwei Seiten. Also in den Hotels, in den Zimmern habt ihr auch immer zwei, über den zwei Betten jeweils ein Bild. Und das habt ihr dann hier auch. Das könnt ihr in der Mitte raustrennen und dann einrahmen und wie gesagt dann aufhängen. Obwohl ich weiß jetzt nicht, ob es genau die. Also bei Cinderella, wir müssen mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Was hatten wir denn? Wir hatten Aladdin. Es kann auch sein, dass die unterschiedlich sind. Also jetzt nicht komplett 100% wie auf den Zimmern, aber wie gesagt, ihr habt immer zwei Bilder von jeder Prinzessin. Dann habt ihr einmal Dornröschen. Sieht so aus. Ich muss mal gucken. Dann haben wir Ariel. Doch, ich glaube das. Oder? Nee, ich weiß es nicht, ob das genau dieselben Bilder sind. Also auf jeden Fall eins davon. Ich glaube, das hier ist auf jeden Fall immer in den Zimmern drin. Die andere Seite bin ich mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall, ja, kann man das echt schön. Genau, wir hatten Aladdin. Es kann sein. Ich erinnere mich nicht mal an unsere Bilder. Also das hatten wir, glaube ich, auf jeden Fall im Zimmer drin. Dann haben wir Tiana, um vollständigkeitshalber. Und Rapunzel. Rapunzel. Und natürlich Frozen. Ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch eine? Ja, Moana haben wir noch. Vajana, wie man es nennen möchte. Und bestimmt Raya noch. Ja, Raya haben wir auch noch. Ich habe den Film übrigens immer noch nicht gesehen. Das war's. Das waren alle Prinzessinnen-Poster. Genau, das waren die Sachen, die ich mir gekauft habe. Und dann zeige ich euch jetzt noch die Sachen, die es gratis gab. Und zwar waren wir einmal bei, ich muss mich beeilen, ich habe nur noch 9 Minuten auf der SD-Karte. dann gab es einmal im La Table de Lumière, habe ich lieb gefragt, eigentlich wollte ich mir einen Kuchen bestellen, aber es gab nicht mehr diesen Special-Kuchen. Und ich habe gesagt, ich hatte vor kurzem Geburtstag, weil es gibt so eine extra Schriftrolle, wenn man Geburtstag hatte und einen Kuchen bestellt. Und der liebe Customer hat mir einfach diese Schriftrolle dann überreicht und da steht halt Happy Birthday und to our honored guest und so. Also ja, das war so als Schriftrolle zusammengerollt. Das hält aber leider nicht. Da müsste ich mal wieder ein bisschen nachkleben. Dann haben wir die Discovery Quest mitgemacht. Und da gab es einmal, gibt es jetzt anscheinend auch, ich habe es auch in der Sequoia Lodge jetzt gesehen. Das gibt es auch anscheinend, ich weiß jetzt nicht, ob es in jedem Hotel bisher, aber in der Sequoia Lodge habe ich es auf jeden Fall in der Story gesehen. Und jetzt im Disneyland Hotel haben sie ja selbst mitgemacht, die Discovery Quest. Und wenn ihr alle Fragen richtig beantwortet, bekommt ihr im Shop dann hier so eine Box. Und ja, für uns, wie gesagt, im Disneyland Hotel Design. Und da drin sind halt drei Schokoladentaler drin. Auch richtig süß, muss ich sagen. Echt nett, wenn man das macht. Dann gab es aus dem Zimmer Snacks. Und zwar gab es abends, kam der Kassler, man hat uns Snacks gegeben. Hier einmal so asiatische Cracker, würde ich es mal nennen. Dann haben wir hier so Trockenfrüchte und gebratene Mandeln. Gab es abends bei uns. Dann hat er auch die Teller so für Tee zubereitet und da gab es dann halt Nougat dazu auf den Tellern angerichtet. Dann habe ich den Tee mitgenommen, den es im Hotel gab. Hier zweimal Kamille und einmal Darjeeling. So sehen die Teebeutel da aus.
genau. Von Beetle, Benjamin und Barton oder so. Ich weiß nicht, ob es französisch ausgesprochen wird. Dann einmal die Bodylotion, die es dort in den, im Bad gab. Eigentlich hatten wir nur eine Bodylotion. Und auch gleich bei dem Kuli und bei dem Block hatten wir eigentlich auch jeweils nur eins auf dem Zimmer. Wir haben aber lieb nachgefragt, ob wir, weil es ja die Eröffnung ist und so weiter, ob wir es jeweils noch zweimal bekommen können, weil wir waren ja zu dritt und bei uns haben sie ja gesagt. Aber das ist, ja, ist natürlich kein Versprechen, dass ihr das auch bekommt, wenn ihr fragt. Also wenn ihr nett fragt, bekommt ihr es vielleicht, aber wir haben es dann jeweils zum Glück dreimal bekommen. Dann, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, Kuli und Block. Das ist der Block, den es auf dem Zimmer gab. Doch, sieht so aus. Und der Stift ist auch echt schön, muss ich sagen. Disneyland Hotel und Disneyland Paris steht da drauf. Ja, auch sehr schön. Dann habe ich das Kids-Menü aus dem Lumières mitgenommen. Einfach, weil es einmal das Menü draufsteht und hier kann man dann so ein Rätsel mitmachen für die Kinder. Ist auch auf Deutsch tatsächlich. Hier gibt es hier, damit die Kinder nicht so gelangweilt sind, kann man dann hier verschiedene Schöne und das Biest-Rätsel machen. Genau. Dann gab es die Hausschuhe aus dem Zimmer. Die haben wir auch mitgenommen. Den Bademantel, da gab es auch viele Fragen. Dürfen wir den Bademantel nicht mitnehmen? Nein. Also die Hausschuhe, wenn man sie trägt, werden sowieso entsorgt. Die kann man nicht nochmal waschen und wiederverwerten für andere Gäste. Die Bademäntel werden natürlich gewaschen und dann wieder für die nächsten Gäste in Benutzung gegeben, sowie Handtücher. Deswegen, also Bademantel darf man natürlich nicht mitnehmen. Ja, obwohl er echt geil war. Also ich hab mit dem Bademantel habe ich geliebt, muss ich sagen. Ja, einmal die Hausschuhe. Ups, jetzt fällt hier schon alles runter. Dann haben wir im Kids Club ein bisschen was mitgehen lassen. Also wir haben nett gefragt. Und zwar einmal die Ausmalbilder. Es gibt von jeder Prinzessin haben wir einmal das Ausmalbild bekommen. Ja, sind einige dabei. Ich zeige euch jetzt nicht alle. Es sind ganz viele, wie gesagt. Merida und so. Eigentlich habe ich noch Buntstifte bekommen, aber ich weiß nicht, wo die Buntstifte gelandet sind. Die habe ich irgendwo verlegt oder so. Habe ich jetzt auch bisher nicht gefunden. Dann gab es hier dieses Royal Amusement, Amusement Royal, so ein Quiz-Ding für Kinder. Da kann man dann auch ausmalen und ja, da gibt es zu jedem Prinzessin dann auch noch auf der linken Seite so ein Quiz. Ja, gibt es auch dann für Kiddies, aber können sich auch Erwachsene abholen. Dann natürlich den Magic Pass, den durfte man natürlich behalten, wie in jedem Disney Hotel, in dem schönen neuen Design. Dann, ja, das ist noch immer nicht alles, dann gab es natürlich die Sticker. Ihr habt gesehen, es gibt 6 Sticker, die man sammeln darf. Und die sind in den Bars, in den Restaurants, an der Rezeption. Ihr müsst halt verschieden im Pool verschiedene Castmember fragen. Und wir haben alle 6 sammeln können. Und zwar haben wir einmal Lumière, dann Bruni, Pascal, die glitzern so schön, Jacques und... fällt mir gerade in der Name nicht ein. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe noch 4 Minuten. Meko und der Teppich von Aladdin. Und zu guter Letzt gab es einmal dieses Booklet, was wir beim Einchecken bekommen haben. Eigentlich auch nur 1 pro Zimmer, aber wir haben auch den Ed gefragt und haben auch jeweils 3 bekommen. Und das ist auch auf Deutsch. Es war einmal. Da bekommt ihr auch verschiedene Informationen zum Hotel. Es ist, wie gesagt, eine Broschüre. Da waren auch die Magic-Pässe dann hier an der rechten Seite. Und ja, da bekommt ihr halt, was man so im Hotel entdecken kann. Man kann aber auch hinten ein Foto einkleben irgendwo. Und ja, das ist halt so eine Art Erinnerung ist. Ich suche es gerade, ich weiß nicht, wo es ist. Naja, irgendwo ist es auf jeden Fall, dass man hier auch ein Foto einkleben kann als Erinnerung. Und ja, hier ist es. Da kann man dann ein Foto einkleben und dann kann man hier so einen Bilderrahmen drüber machen. Dann hat man ein royales Bild von sich und hier kann man auch Notizen machen und so. Ja. Auf jeden Fall, das war alles, was es gratis im Hotel gab, was wir mitgenommen haben. Ja, einiges muss ich sagen. Richtig schöne Erinnerung. Ja, die Hotelvideos habt ihr natürlich auf meinem Kanal. Wenn ihr euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Es ist nicht günstig, aber es war einfach wirklich ein magische 2 Tage in dem Hotel. Ja, und das war mein Haul. Ich glaube, der ist eh schon lang genug. Hör mal auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr begleitet mich nächstes Wochenende wieder ins Disneyland Paris. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat.
Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.